So, wir sind hier im Butterhaus. Hier sind gerade 7. Leipziger Liederladens gerade zu Ende gegangen. Ingo Paul ist hier bei mir und Volker Reichenbach. Ingo Paul ist ja sehr bekannt durch The Four Roses, dort Bassist und Background-Sänger. Ich weiß gar nicht, ob du auch Hauptstimme singst manchmal. Ja, ein paar Titel singe ich jeden Abend auch. Ja. Ah ja. Und Volker Reichenbach kenne ich durch Eisenheinrich, ja, weil er da im Schlagzeug saß. Eisenheinrich ist ja leider von uns gegangen. Ja. Und ja, ich würde gerne wissen, du hast eigene Lieder vorgetragen heute. Das war eine Revue. Was war das für eine Erfahrung für dich? Ja, es war für mich tatsächlich eine wichtige Erfahrung. Ich wollte das unbedingt mal machen, weil ich, na, wie gesagt, selten dazu die Möglichkeit habe. Und in so einem Rahmen kann man auch mal so leisere Lieder und stillere Lieder und mit, sagen wir mal, vielleicht mit nicht so lustigen Texten kann man da auch mal bringen. Das ist eine andere Atmosphäre, als ist man in der Ankerkneipe oder woanders, wo jetzt die Leute laut sich unterhalten und ab und zu zuhören. Ja. Kann man es auch schaffen, dass die Leute zuhören, aber trotzdem in dem Rahmen hier hat es mir mehr Spaß gemacht und da habe ich immer riskiert, weil ganz neue Lieder zu spielen, die ich noch nicht nirgendwo mal gesehen habe. Ja. Hast du einen bestimmten kreativen Prozess für solche Lieder, wenn du schreiben möchtest, oder kommt das einfach die Inspiration über dich? Das kommt, oft unterwegs, zum Beispiel wenn ich laufe, da bin ich im Groove so ungefähr, ne? Ja. Und dann habe ich irgendeine Idee und dann manchmal spreche ich das gleich ins Handy ein oder eine Melodie. Meinst du jetzt mit Laufen, Joggen oder was meinst du, wenn du unterwegs bist? Schreiten, also Walken, Nordic Walking oder was? Normal laufen, wenn ich in die Stadt laufe. Ah ja, okay, also nicht, Oder auch manchmal beim Radfahren oder so. Irgendwie, wenn ich mal meine Ruhe habe und ich habe irgendwelche Gedanken und... Wachst du auch mal auf dann in der Nacht und sagst, oh, jetzt schreibe ich mir schnell mal was auf. Du, was sagen, das ist auch schon ein paar Mal passiert, ja. Auch da ist schon mal einen kompletten Text, dann bin ich nochmal aufgestanden, nachts um 2 oder um 3 habe ich mir noch schnell nochmal das Licht angemacht und zack, geht das manchmal richtig schnell. Früh ist sonst weg, ne? Genau, das ist wie so ein Traum, den man sonst früh vergessen hat. Ja, und das habe ich tatsächlich auch schon mehrfach gemacht. Ja, ich kenne dich jetzt bloß am Schlagzeug. Du bist ausschließlich Schlagzeuger, oder? Ja. Also mit Texte schreiben hast du jetzt gar keinen, ne? Aber ihr kennt euch auf jeden Fall auch von... Take the Blue. Spielen wir ab und zu zusammen. Ja, genau. Ja. Richtig. Und du hast das Projekt wahrscheinlich gegründet mit Santrino, oder? Ja, das war in den Corona-Zeiten, wo so wenig los war, war ich mal eingeladen bei einer Party, als die Elster Blues Band gespielt hat, wo Santrino auch aktiv ist als Mundharmonika-Spieler und auch ein bisschen Gitarre und so. Und ich hatte schon lange gegrübelt. Ich brauchte noch ein Projekt, weil das Take It Naked, was ich mit Sabine Schiwagen gemacht habe oder mache, wir konnten laufend nicht spielen, weil Sabine ein Kind gekriegt hat und dann geheiratet hatte und jedenfalls, sie hatte nicht mehr so viel Zeit. Und ich hatte auch immer Anfragen und ich sage, scheiße, wie mache ich das jetzt? Und da ganz alleine wollte ich es nicht machen, da habe ich das gehört und das hat mir sehr gut gefallen mit Santrino, vor allen Dingen, weil er so gut rhythmisch spielt. Da ist sehr rhythmisch sehr korrekt. Als Mundharmonika-Spieler, das hat man selten. Ja. Und da kann eben gut auch im Rhythmus begleiten noch mit, abgesehen von irgendwelchen Solis. Ne? Ja, ich hatte euch gesehen, bei Turning Wheels war das, glaube ich. Ja. Also ich glaube Maria, du und Santrino. Santrino war auch krass. Aber Santrino ist jetzt kein hauptberuflich kein Musiker, oder doch? Nur mittlerweile hat er ja jetzt Zeit dafür, mehr Zeit. Und er spielt eben bei Elster Blues Band und bei uns eben. Und ja, hängt sich voll rein. Ja. Ich habe jetzt, die LVZ hat mich ein bisschen daran gehindert, mehr zu erfahren über euren Besuch oder euer Konzert in China, was jetzt vor nicht allzu langer Zeit stattfand. Ich habe noch was von 30.000 Zuhörern gelesen und als ihr dann in China wart, was war das für ein kultureller Eindruck? Was hast du da? Der Anlass war ja so ein deutsch-chinesisches Kulturfestival, das dort organisiert wurde, von der Provinzregierung unterstützt und so weiter. Und es war für uns total interessant und auch mal
das wirklich live zu sehen, wie es dort, wie die Menschen dort so drauf sind und wie es so ist. Und wir empfanden das als äußerst angenehm. Die Leute waren sehr respektvoll uns gegenüber. Und wir haben genauso gespielt wie hier. Mhm. Und die Leute haben auch die Musik mitgelebt und haben mit Handyvideos gemacht. Dankbar. Ja, war sehr dankbares, nettes Publikum. Aber Reißsäcke habt ihr keine irgendwo stehen. Es sind keine Reißsäcke. es war aber eine schöne Erfahrung. Tatsächlich. Ja. Du hast mir vorhin erzählt, dass du derzeit in 4 Bands spielst. Ja, also mehr oder weniger. Also, welche Bands sind das? Also nichts Besonderes. Er wird von ganz vielen Leuten angefragt. Ja, Schlagzeuger sind gesuchte Menschen. Alte Schlagzeuger vor allem. Ja, dann ja, was 2024, was ist da bei euch so im, also jetzt ganz grob nur, ne? Also so die Highlights 2024 bei euch beiden musikalisch? Also wenn ich mal, Entschuldigung, wenn ich mal vor mich sprechen darf, also ich freue mich auf unsere Support, sagen wir mal, oder wir spielen jedenfalls im nächsten Jahr oft für Creedence Clearwater Revival als Vorband oder als, wir spielen da über eine Stunde. Mhm. Also nicht bloß so eine ganz kurze Vorband, so sondern Voroses jetzt. Als Voroses machen wir ein richtiges stündlich, 60 Minuten Set mindestens. Und da spielen wir eben unter anderem auch nächstes Jahr im Haus Auensee, da freue ich mich auch schon drauf, endlich mal wieder im Haus Auensee. Mhm. Und dann so ein schönes großes Konzert, das gefällt mir jetzt schon. Ja, weil wir, vor allen Dingen, weil wir es kennen, wir haben schon mit dieser Band schon viele schöne Konzerte gespielt. Hm. Ne, Freiheitshalle Hof waren wir, Brandenburg, Stahlhalle, Stahlpalast und da und dort. Also, ja, aber international eigentlich eher weniger, ne? Eher weniger, das stimmt. Ja, du hast es. Wahrscheinlich, wir hoffen ja, dass wir nächstes Jahr nochmal nach China gebucht werden. Ja. Wie sind denn die auf euch gekommen? Also wie haben sind die auf euch gekommen? Wir haben mal bei einem Künstlertreffen gespielt, was die Superhilo auch immer gemacht hat in Berlin. Da waren so, sag mal, die ganze DDR Hot Volley Musikszene, also Rock und aber auch Schlagerszene. Und waren eben verschiedene Veranstalter. Das waren also nur, also Fachpublikum, also Musiker und Agentur. Und wir waren da eben eingeladen, durften auch ein Lied spielen, dafür waren wir eingeladen. Und na, wie so ist bei dem Fachpublikum, alle stehen da in Krüppchen, reden, trinken mal einen Schluck und dann. Ne. Mhm. Aber bei uns war dann plötzlich so eine prächtige Stimmung, dass die Leute Zugabe gefordert haben. Mhm. Und da haben wir das Programm durcheinander gebracht und das ist bei dem einen Veranstalter eben so hängen geblieben, auch diese Situation, da von uns so klar, hat das über viele Jahre immer beobachtet. Ne. Und wenn nicht diese Corona-Zeit gewesen wäre, wären wir schon viel eher in China gewesen. Mhm. Ja. Oder glückliche Fügung. Ja. Verrätst du mir zumindest eine Band, wo du mitspielst? Ja, White Flowers nennt die sich. White Flowers, was ist das für eine Richtung? Das ist so eine Coverband, Rock, Bluesrock-Sache. Also ja. Quer durch den Gemüsegarten. Ja, geht es ja deutschlandweit vielleicht? Nee. Oder in Leipzig? Wir sind eigentlich mehr oder weniger alte Säcke, Hobbymusiker und ja. Als Spaß an der Freude, mehr oder weniger. Ja, gut, ich danke euch vielmals. Ja? Gerne. Danke. Ja. Ja. Kann das so raus? Ja. Denke, haben wir irgendwelche Schwannereien erzählen? Ja. Ich muss jetzt mal hin, nicht, dass hier irgendwas... Soll ich dir was mit rausschleppen? Ja.